Lassen wir aber da leider. Schönen guten Abend. Hier ist der unrasierte Jens. Herzlich willkommen wieder auf dem Kanal Jensis Welt. Ein paar Reportagen mehr. Ich fühle mich heute nicht so ganz besonders. Das ging den ganzen Tag heute schon so. Irgendwas mit meinen Ohren stimmt nicht. Entweder ist es eine Mittelohrentzündung oder irgendwas anderes. Also es hört sich furchtbar an. Wenn ich rede, wie ein Schall, ein Doppelschall. Ne? Ja, das kleine Video, was ich jetzt hier noch mache, ist wieder mein Infovideo. Ihr wisst ja, was am Freitag ist, ne? Ja, streiken. Zu Recht. Sag ich mal. Denn es kann nicht angehen, dass alles immer teurer wird und immer teurer und immer teurer. Und so eine hohe Steuer bezahlt werden muss. Ja. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ihr eine Familie habt mit zwei Kindern. Ja. Und dann kriegt ihr vielleicht 2.500. Und alles wird teurer und du musst viel Miete bezahlen und du musst viel Strom bezahlen und alles. Ich kann das schon verstehen. Ja? Ich kann das schon verstehen, dass am Freitag noch Streik ist. Lassen wir uns mal überraschen, ob das der letzte war. Ich bezweifle es auf jeden Fall, weil wer nicht hören will, muss fühlen, sag ich mal. Und ich hatte es ja schon gesagt, diese tolle Regierung, in Anführungsstrichen, die braucht den Stress. Und den wird es auch bekommen. Das kann ich euch Brief und Siegel geben. Denn das geht nicht mehr lange gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur sagen, Freitag ist Streik. Und da habe ich natürlich frei. Das bedeutet natürlich auch für euch, wieder ein schönes Quassel-Video. Ja, aber der Hauptgrund, warum ich mich heute melde, noch zum späten Abend, ist, ich habe heute gewartet, bis ich losfahren konnte oder musste. Ich habe gefrühstückt und immer klingelt es an der Türe. Und es war Hermes. Habe ich mich erstmal gewundert. Wieso Hermes? Hä? Was soll denn das sein? Erst habe ich wieder gedacht, das wäre so ein Überraschungspaket. Ne, so ganz Spezielles. Aber ich habe dann gleich gesehen auf dem Karton, ach, guck mal einer an. Na da schau an. Wo kommt denn das her? Ich habe nämlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass dieses Paket hier ankommt, weil das kommt nämlich aus UK. Ihr wisst ja, was UK nicht mehr ist, nämlich in der EU. Und das bedeutet natürlich, dass er auch Steuern bezahlen müsst. So, und vor ein paar Tagen habe ich eine SMS bekommen, angeblich von DHL. Nachzahlung Zollgebühr. Und da habe ich mich schon gewundert. Da dachte ich mir, hä? Wie Nachzahlung Zollgebühr? Ich habe doch, das ist doch alles abgewickelt worden. Der Frank hat nämlich für mich, nochmal vielen Dank dafür, etwas aus UK bezahlt, weil das ging nur per PayPal. Ne? Ich habe ja leider kein PayPal. Ja, und dann habe ich natürlich dann diese Seite aufgemacht. Das war für einen Fehler. Da kam erst einmal meine Adresse eingeben. Auf der nächsten Seite solltest du bestätigen, wo du es einzahlst und vor allem wie. Und da habe ich mich schon gewundert, warum nur Kreditkarte? Das ergibt doch keinen Sinn. So, dann habe ich natürlich diese Sache gescreenshottet und an alle meine WhatsApp-Freunde geschickt und siehe da,
Auch andere haben solche Nachrichten bekommen. Ja, das kann ja nicht kein Zufall sein. Ne? Das ist ein bisschen seltsam, dachte ich mir. Also habe ich den Verkäufer angeschrieben und der Verkäufer hat mir bestätigt, nach 2, 3 Stunden, dass das wohl Fake ist. Das ist wohl jetzt im großen Stil, dass irgendwelche Hacker oder Scam-Fischer oder wie sich diese Freaks nennen, mit gestohlenen Daten, also mit Paketdaten, dich anschreiben, du sollst Zoll bezahlen, du sollst das bezahlen, sonst kommt das Paket nicht an und so weiter. Das machen die hauptsächlich bei Paketen aus dem Ausland und nicht EU. Und es gibt natürlich Dumme, die fallen drauf rein. Ich wäre ja auch beinahe drauf reingefallen. Allerdings habe ich mich nochmal vergewissert, dass da was nicht ganz stimmen kann. So, und als das Paket heute ankam, da war ich erleichtert. Endlich. Gott sei Dank. Ich habe nicht logisch gedacht, ich muss noch Zoll nachzahlen. Das hätte ja sein können. Ne? Es gibt ja die Ausfuhrsteuer und die Einfuhrsteuer. Aber das ist alles schon abgedeckt bei eBay. So, und was ist das nun ganz Besonderes, was ich da bekommen habe? Ich hatte es ja angekündigt, dass ich etwas Neues zusammenstellen werde. Was glaube ich bis, na, ich glaube, 98 oder 2001 im Einsatz war. Und jetzt ist das erste Material da. Es kommen noch weitere. Die sind allerdings auch schweineteuer, weil es Goldstaub ist. Es ist wirklich Goldstaub. Du kriegst die Dinger gar nicht mehr. Ihr könnt ja selber danach suchen. Ich zeige euch gleich die Nummer. Ja, wenn man es erkennt, dann hoffentlich. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die ausgepackt habe, die tollen Stücke, habe ich wirklich gestaunt, wie detailreich die sind, wie gut die aussehen und natürlich bin ich mal gespannt, wie sie laufen. Ne? Weil, ja, die Trägestelle, die machen mir schon ein bisschen Sorgen. Die erinnern ganz stark an Rocco, sage ich mal. Ist aber nicht Rocco, sondern ist Arnold. Und um was handelt es sich nun dabei? Na, ich zeige es euch. Es handelt sich dabei natürlich um, man hätte es nicht gedacht, Kohlewagen. Aber das sind eben nicht irgendwelche Kohlewagen, sondern das sind ganz spezielle Kohlewagen. Oder soll ich sagen, Selbstentladewagen. Und ich muss ehrlich sagen, die sehen wirklich sehr schön aus. Und ich freue mich schon, wenn der ganze Zug dann komplett ist. Ne? Aber das wird noch eine Weile dauern, weil, wie gesagt, Goldstaub. Hätte man vielleicht mal eher danach suchen sollen, und ich habe das ja gar nicht gewusst, und hat jemand dann den Tipp gegeben, weil ich gesagt habe, ich brauche einen deutschen Reichsbahnzug, warum tust du nur einen deutschen Reichsbahnzug zusammenstellen? Guck doch nach den BKK Geiseltal und ich, was für ein Ding? Ja, natürlich gleich auf die Suche gemacht bei Google und sofort die Wagen entdeckt. Und überall, wo ich sie gesucht habe, ausverkauft. Ausverkauft, ausverkauft, werkseitig ausverkauft. Die einzigen, die du noch bekommst, ist über UK. Und das sind sie. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sehr, sehr schöne Wagen. Ich muss wirklich sagen, vom Detail her und vor allen Dingen auch braune Trägestelle, wie sich dann natürlich für Braunkohletagebau Selbstentladewagen gehört. Ne? Und auch die Beschriftung ist sehr gut. Da steht zum Beispiel hier an der Seite BKK Geiseltal. Das kann man natürlich nicht erkennen. Ich blende da noch ein Foto ein. Dann seht ihr das.
Ja, was ich mich jetzt frage an dem Wagen ist, warum die nicht mehr im Einsatz sind, weil die sind doch eigentlich von der Größe her, ja, wenn man das mit einem normalen Kohlewagen vergleicht, die ja jetzt noch im Einsatz sind, sind die doch eigentlich viel größer und da passt doch viel mehr rein. Also verstehe ich nicht, warum solche Wagen nicht mehr im Einsatz sind. Ne? Die sind bloß noch bis 2001 gelaufen, waren in den 80er Jahren sehr viel verbreitet. Es gibt ja auch noch die Variante mit schwarzen Drehgestellen. Das sind die sogenannten Wismut. Die wollte ich erst kombinieren. Das heißt also, die kriegst du noch. Die kriegst du noch auf eBay. Kein Problem. Aber wenn ich euch sage, was der drei Wagen kosten, da fällt das vom Glauben ab. Ja, ich habe noch drei Ersteiger, die muss ich noch bezahlen. Die zahle ich dann, wenn mein Lohn kommt. Die hier hat, wie gesagt, der Frank bezahlt aus UK. Und die sind auch wirklich vom Gewicht her ein Witz. Also, die wiegen gar nicht. Da ist anscheinend gar kein Gewicht drin. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die schönen Wagen auch belade und altern werde. Ich denke, bei dem Preis werde ich das nicht tun. Das wäre Verschwendung. Ich lasse die erstmal so, wie sie sind. Wegen der Ladung kann man ja gucken, da gibt es ja solche Aufsätze, die man reinmachen kann. Aber ich werde das nicht wie bei den anderen Wagen machen, hier mit dem Steckmoos, bisschen Kohle drüber und dann nass und so weiter. Das mache ich nicht. Da sind die viel zu teuer dafür. Drei Stück kosten übrigens 80 Euro. Und die hier waren sogar noch teurer. Wegen dem Zoll haben die 89 Euro gekostet. Also ihr habt richtig gehört, drei solcher wunderschönen Wagen kosten fast 90 Euro. Allerdings sind sie auch dafür, wie gesagt, sehr schön, selten. Und da es ja meine Region ist, ne, dann will ich das natürlich auch haben. Ne? Das ist ja wohl klar. Da gibt es gar keine Diskussion. Deswegen versuche ich natürlich jetzt einen 15-teiligen Zug zusammenzubekommen. Viel Spaß, Jens, das wird interessant. 9 Stück habe ich inzwischen schon. Ne? 2 hat mir jetzt noch der Frank organisiert oder bezahlt. Der kriegt das Geld natürlich wieder zurück, das ist klar. Ich habe ja auch über seinen Account ein bisschen was reingestellt, was ich gerade anbiete. Darunter die grüne Taiga-Trommel. Also nicht die, die ich bekommen habe, sondern das, was davon übrig ist. Nämlich mit dem Originallaufwerk von meiner alten Taiga-Trommel und das Gehäuse. Mir reichen 2 von der Deutschen Reichsbahn. Die sind ja genauso schnell jetzt. Kann ich unter Doppeltraktion fahren lassen und das ist gut. So, jetzt zeige ich euch mal noch die Nummer. Falls euch das mal interessiert, wer auch diese Wagen sich organisieren möchte, viel Spaß beim Suchen. Das wird interessant. Ja, wie gesagt, Goldstaub. Ne? Man hätte als eher mal schauen sollen nach den Wagen, als sie noch bei DM Toys im Angebot waren. Übrigens für weniger Geld. Da haben sie nämlich nur 69 Euro oder 59 sogar bloß gekostet. Und jetzt steigt der Wert natürlich unheimlich durch die Seltenheit. Bin wohl nicht der einzige Kohlewagen-Fan. Oder soll ich sagen, Braunkohletagebau-Fan? Ja, aber man kann natürlich nicht alles haben. Und ich werde das jetzt für Stück die Wagen mir organisieren. 9 Stück habe ich jetzt, wie gesagt, schon. Und dann muss man mal schauen, wenn wir wieder welche im Angebot sind. Vielleicht kennt ihr ja jemand, der davon 3 Stück hat. Ich würde es auch tauschen. Na, kein Problem. Gegen andere Güterwagen. Vielleicht entbehrt ja 3 oder sogar 6 Stück jemand. Ich bezweifle es allerdings, denn wer die erstmal hat, der gibt sie auch nicht wieder her. Das war das Thema Paket aus UK und die Kohlewagen. Ich wollte es eigentlich zum Quassel-Video dann euch zeigen, aber ich denke mal, da werdet ihr dann ein Testfahrvideo sehen von mehreren Dingern. Also 3 Stück testen, das bringt nichts. Da kannst du auch noch nicht entscheiden, ob die dann ordentlich laufen oder nicht, weil 3 Stück sind noch nicht richtig belastet. So leicht wie die sind, kannst du natürlich keine schweren Minitricks einbringen. Das klappt auf jeden Fall nicht. Die werden garantiert aus dem Gleis gezogen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber das werden wir dann später sehen.
Das wollte ich euch jetzt, wie gesagt, nochmal zeigen. Aber das mit den Ohren, das macht mich wahnsinnig. Das ist ein blödes Geräusch. Naja, hoffen wir mal, dass es keine Mittelohrentzündung ist. Und was passiert dann nur morgen? Ja, morgen wird gar nichts passieren. Da gehe ich nämlich einkaufen. Also zumindest muss ich ja noch ein Paket wegschaffen. Dieser komische MacBook, den ich hatte, der ist jetzt auch weg. Leider nur für sehr wenig Geld, war zu erwarten. Ich hatte es ja erklärt in dem Video, dass den Schrott gerne mal kaufen wird. Ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt was bekommen habe. 80% davon bekommt sowieso der Frank. Logischerweise, warum? Richtig. Ah ja, für mich die Wagen bezahlt wird. Und ich will ja das Geld auch zurückgeben. So sieht's aus. Ja, und was passiert dann am Freitag? Nun ja, ich hatte eigentlich vor, ich wollte mal in eine Region fahren mit dem Fahrrad. Allerdings glaube ich nicht, dass das was wird, weil die Temperaturen sind schon wieder unter aller Sau. Ich habe heute endlich meine neue Jacke bekommen. Ja, habe die extra angezogen mit dem schönen Logo drauf. Ja. Aber leider ist die zu dünn. Die kann ich also gleich in den Schrank hängen. Heute früh war es ja noch angenehm, oder heute Mittag. Und dann jetzt zum Abend ist es wieder so scheiße kalt geworden, dass man sogar schon wieder Schuhe anziehen muss. Ich frage mich, wann das endlich warm wird. Das ist schon echt ein komisches Wetter. Ne? Ja, was ich jetzt euch noch zeigen werde, das ist ein kleines Testfahrvideo. Da wird nicht nur gequasselt drin ist in dem Video und rumgezeige hier. Es handelt sich dabei natürlich auch wieder um einen Kohlezug. Der kommt euch bestimmt bekannt vor. Aber ich habe gestern spontan noch ein kleines Video gemacht, weil ich hatte die Idee, als ich dann plötzlich etwas Bestimmtes in der Hand hielt, diese Lok wieder einsatzfähig zu machen. Oder soll ich sagen, zu revidieren. Die waren nämlich nicht mehr fahrtüchtig. Um welche Lok es sich handelt, könnt ihr euch hoffentlich denken. Wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt gleich sehen. Das ist nur ein kleiner Clip. Und nein, es ist nicht die Teigertrommel. Die fährt ja. Ist eine andere. Auch diesen Zug habe ich in echt schon mehrmals gesehen. Und wollte ihn unbedingt damals haben. Und genauso wie er im Original fährt, habe ich ihn ja auch jetzt wieder fahrtüchtig gemacht. Ja, das werde ich euch jetzt noch zeigen, wie gesagt, dieses kleine Video. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Und wenn es am Freitag nichts wird mit Rumeiern, Rumkreiseln, dann mache ich nicht mal kein Fahrvideo, sondern ich werde mal was ausbauen. Zur höchste Zeit mal endlich da was zu machen, da hinten was zu machen. Aber das Problem ist halt, ich brauche jemanden, der mir hilft, die Anlagen abzurücken. Alleine kann ich die unmöglich abrücken. Auch wenn ich das jetzt stabilisiert habe, alles hier mit Schüssen und die verschraubt habe, die kannst du alleine nicht abrücken. Weil die sich total verziehen oder vielleicht sogar noch was kaputt geht. Und das riskiere ich nicht. Es müssen immer zwei Leute dabei sein. Einer zieht auf der Seite und ich ziehe auf der Seite. Und dann wird es halt schräg von der Wand weggezogen. Dann kann ich dahinter krabbeln und kann dann endlich mal die Ecke dahin machen. Das wird wirklich höchste Zeit. Ich muss erstmal den Knick rausmachen. Oder die Delle, die Kuhle. Das sieht man ja ganz deutlich immer im Fahrvideo, das sieht furchtbar aus. Und natürlich schottern. Und natürlich auch die Masten setzen. Und natürlich auch die Ecke gestalten mit Bäumen. Und was weiß ich nicht alles. Ja? Also wird er hübsch machen. Das habe ich mir schon lange vorgenommen, weil im Fahrvideo, wenn ich jedes Mal die nackten Gleise sehe, sage ich mir, ach Gott, wann machst du das endlich fertig? Du kannst da hinten gar nichts mehr machen. Mein Übergang muss ja auch noch gemacht werden, aber ich hatte es euch ja gerade erklärt. Alleine kriege ich es nicht hin und ich will nicht irgendwelche Leute belästigen und sagen, können Sie mir mal helfen, die Anlage abzurücken? Weißt du, welche abrücken? Nee. Und derjenige, der mir damals geholfen hat, der ist nicht mehr in der Lage dazu. Dem geht es nicht gut. Und ich werde den auf keinen Fall mehr deswegen fragen. Also ihr werdet sehen, was am Freitag passiert. Und dann am Sonntag muss ich dann wieder schon arbeiten. Bis dann. Gut. Mit der Worten bin ich jetzt weg.
wünsche noch einen schönen Abend. Es ist inzwischen jetzt fast 23 Uhr. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, ich was anderes. So. Ja, 23 Uhr. Das Video wird ungefähr, denke mal, morgen früh zum Einsatz kommen. Oder morgen früh sehen. Vielleicht schaffe ich es auch noch heute Abend was zu machen. Wir werden schauen. Aber auf jeden Fall mache ich das noch fertig. Jetzt. Gleich. Ja? Gut. Also, macht's gut. Und wie gesagt, immer fleißig meine Videos schauen. Und auch liken, wenn ihr möchtet. Nette Kommentare, Kritiken könnt ihr auch da lassen. Und hier, wie gesagt, die Wagen. Wer davon welche hat, vielleicht auch bloß einen. Ich tausche gerne gegen irgendwas anderes. Also nicht nur Lok. Ist klar. Aber andere Güterwagen, das weiß ich. Vielleicht kann ja jemand welche entbehren. Ich glaube nicht. Gut. Tschüss. Ist er wieder? Der Welitz Buna Kohlebändel mit der MEC 1206 von der MEG. Ihr wisst ja, die Gute hatte keine Haftreifen mehr und ist überhaupt nicht mehr gefahren. Ne? Die ist ja wirklich nur noch im Frack gewesen. Ja, da habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe sie einfach mal auseinandergenommen. Jetzt natürlich die Frage, wo hat er jetzt die Haftreifen plötzlich her? Ja, das zeige ich euch gleich. Das sind nämlich ein paar übrig gebliebene Achsen vom ICE 3 Minitrix gewesen. Die waren noch in seiner Schachtel drin. Ich habe doch so ein ICE 3 Minitrix mal gehabt, wo sie auf Metallradachsen umgerüstet haben oder Ritzel. Und da waren ja die und. Na ja, gut, ich muss mir wieder Gas geben. Das ist die einzige Stelle, wie gesagt, da bleibt sie hängen. Ansonsten zieht sie ihre ganzen Waggons genauso wie im Original in dieser Länge. Wunderschön um die andere. Also wo war ich stehen geblieben? Genau. Diese Ritzel wurden ersetzt. Und die alten Achsen waren dann noch in der Tüte, in der Kiste drin. Oder in der Schachtel, in der Originalschachtel. Der ICE 3 ist ja schon lange weg. Den habe ich ja weggegeben, mein vierteiliger ICE 3. Ja, habe ich mir dann den Arnold geholt. Und die Achsen habe ich mir jetzt gerade mal angeschaut. Und siehe da, es waren noch zwei Achsen dabei mit, richtig, neuwertigen Haftreifen. Also dachte ich mir, okay, die Achsen sind genauso groß. Was machen wir da? Richtig. Wir werden jetzt versuchen, die Haftreifen umzubauen und auf die alten Achsen von der MEC zu friemeln. Was gar nicht so einfach war, denn ich musste das komplette Drehgestell aus nochmal nehmen. So, und ruck. Ja, das ist die, wie gesagt, die Inselstelle. Ich erkläre es euch gleich nochmal.
Das ist noch einmal ein sogenanntes Abendvideo. Ne? Ich bin ja erst 18 Uhr daheim gewesen und dachte mir, okay, guckst du wieder Fernsehen, gerade läuft der Stream im Hintergrund auf dem PC-Monitor. Mach schon gleich wieder den Ton an. Ich wollte bloß mal schnell noch euch das hier zeigen. Ne? Das Fahrvideo hat euch hoffentlich gefallen. Wollte ein bisschen mehr einbauen, aber wie gesagt, ja, ich denke mal 50 Minuten reichen. Ne? Man sollte es nicht übertreiben. Aber den hier, den kann ich jetzt auch das nächste Mal wieder einsetzen. Ihr seht, bis auf die eine Stelle an der Kreuzungsweiche fährt sie wieder sehr schön. Und jetzt zeige ich euch das noch mit den Achsen. Und was ich gemacht habe, damit sie wieder so fährt. Denn die Feuer, wie gesagt, überhaupt nicht mehr. Selbst ohne Haftreifen ist er nicht mehr gefahren. So, da haben wir die Gute. Also das ist der Originalzug, genauso wie er durch Groß-Korbeta fährt und nach Welitz, wo er dann übernommen wird von der EL, richtig, so, in nach Proven. So, also da haben wir hier die Schachtel. Ich hoffe, ich kriege die jetzt auf hier. Haufenweise Ersatzteile. So, und in dieser Tüte, da steht es sogar noch drauf. Na, kann man es lesen? Na? Also da sind die Achsen drin. So. Modellbahn, Garteneisenbahn, links da, also von Bertram. Und da steht es auch Radsatz. So, da ist das eine Ritzel, was kaputt gegangen ist. Und hier sind die alten Achsen, wo die Haftreifen drauf waren. Hier ist sogar noch einer dabei. Guck an. Heb ich auf. So. Und die sind genauso groß gewesen. Exakt so groß gewesen. Wie hier. Von der Mac 1206. So. Muss ich mal hier abkuppeln, weil ich ja mit Magnetkupplung arbeite. Ich will jetzt nicht alles kaputt machen hier. So. Da seht ihr, hier hat wieder zwei wunderschöne Haftreifen. Und um an diese Drehgestelle ranzukommen, alter Schwede, die sind ja verlötet. Ne? Das ist eine Pico. Die Drehgestelle sind verlötet mit dem Motor. Und so musste ich versuchen, irgendwie die Verkleidung runterzukriegen. Und das war eine Schweinearbeit, das kann ich euch sagen. Dabei ist natürlich dann auch das Gitter abgegangen, das habe ich wieder festgeklebt. Das ist jetzt also wieder in Ordnung, deswegen wollte ich jetzt sehr vorsichtig die Lok wieder von den Wagen trennen. Und ja, jetzt habt ihr es ja gesehen, fährt wieder wunderbar. Mit Magnetkupplung, das war so eine spontane Idee, ich kann es also schon umdrehen, andersrum fährt es genauso gut. Allerdings haben wir bei der anderen Seite das Problem, dass hier die Feder von der Kupplung fehlt. Dann habe ich jetzt die Kupplungsaufnahme, habe ich das festgeklebt. Das geht, aber ich habe gesehen, dass ich dann die Wagen überpuffern. Na, weil das hat ja hier mitgefedert, genauso wie hier drüben. Aber die Feder habe ich halt nicht mehr gehabt. Na, die hat schon von Anfang an gefehlt, als ich die Lok gekriegt habe. Das hat ja nie gestört. Das wisst ihr ja. Die ist ja immer ihre Runden gefahren, auch ohne diese Feder, und hat ihre Wagen nicht verloren. Aber ich wollte es halt fixieren und dass das halt fest ist. Na? Ja, gut. Ich habe auf jeden Fall wieder am Freitag frei. Da mache ich dann das Quassel-Video. Der Lukas hat was ganz, ganz Tolles gefilmt, das zeige ich euch dann auch. Und ja, da bin ich jetzt wieder weg. Immer fleißig meine Videos schauen, wer die alten noch nicht geschaut hat. Tschüss.